Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir ein paar Parallel-Quests abgeschlossen, die so gegen Ende angesiedelt sind. Und ja, wir werden uns jetzt wahrscheinlich an die letzten drei Parallel-Quests hier ranmachen. Mal gucken, wie lange das dauert. Und ja, freue ich mich schon. Deswegen werden wir keine Zeit verlieren und mal reingehen. Und zwar fangen wir an mit Schuppen neu formieren. Dimensionsstrahl, was? Wird schon mal versucht, ne, sonst würde das ja nicht leuchten, ne? Egal. Ich habe meine Super Seele von Tower ausgerüstet, die mir irgendwie, weil ich die Wiederbelebungszeit ein bisschen verkürzt, weil ich wahrscheinlich brauchen werde. Und ja, mir fehlen nur noch drei Charaktere, glaube ich. Und zwar, ich glaube, also Variation eigentlich, Charaktere habe ich eigentlich schon alle, ne? Als Variation, und zwar einmal von Mira, von Bardock und von Trunks, glaube ich, eine Variation. Das wirft Fragen auf. Ja, mal sowas halt ein Gott. Und nehmen wir noch einen Gott. Goku Schwarz. Und zwar, übrigens solltet ihr liken, Abo und Kommentar hinterlassen, wenn euch der Part gefällt, bitte. Das wäre sehr schön, danke. Ich habe jetzt voll den Faden verloren. Ach ja, wir haben ja noch die Zeiteier. Ich kann mir nämlich vorstellen, dass die irgendwie was damit zu tun haben. Ja, und die Keybein am Anfang galt. Und ja, weil genau die drei Charaktere könnte ich mir vorstellen, dass die in den Zeitreihen dann noch vielleicht vorkommen, weil GT, die wir ja hier gerade, da haben wir in der letzten Folge schon durchgenommen, und vielleicht geht es in den Zeitreihen doch nicht mehr in GT und vielleicht wird die Story ein bisschen weiter fortgesetzt. Weil mir ist aufgefallen, wir wissen ja nicht genau wieder, was passiert ist. Mit Bardock zum Beispiel, der ist einfach gegangen und hat du in Apul. Der ist einfach, der hat sich einfach Mira geschaffen, ist dann irgendwie in diese komische Dimension Tower geschafft hat, verschwunden. Und ja, was hat es damit auf sich? Das würde ich gerne wissen. Ich hatte wieder so ein offenes Ende machen wie im ersten Teil, wo irgendwie, weil nicht. Warte, wie bist du denn so schnell verrückt? Ja. Mein Gott, Goku Black, ehrlich. Gibt's einfach nicht. Jetzt hab ich schon wieder vor dem Faden verloren. Was wollte ich jetzt noch mal sagen? Ja, das Rainbow Xenoverse 1 ist ja irgendwie so komisch beendet. Die Hauptstory und so durchgespielt und dann weiß nicht, kann man die Zeit, ja, glaube ich, die haben sich Dragon Ball GT, ne, die haben sich mit Broly, glaube ich, befasst. Und ja, dann weil ich habe mal am Ende irgendwie nur gesehen, wie die Tower, weil ich so Überreste von Mira eingesammelt hat und ja, ist dann verschwunden, weil nicht genau gesehen, was passiert ist bis jetzt. Hoffentlich machen die nicht so weit. Ich meine, die werden sicher einen dritten Teil ausbringen. Wann haben die mal von Dragon Ball Z nicht hin? Okay, Dragon Glass. Aber Xenoverse ist, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher als. Hört mal jemand auf, danke. Ich kann mir vorstellen, Dragon Ball Xenoverse ist weitaus erfolgreicher als. Oh. Als Raging Glass 2. Raging Glass 2 hat mir gar nicht gefallen. Allgemein, weil die Steuerung irgendwie so richtig komisch war. Vor allem, nachdem hat. Nach Tenkaichi ausgekommen ist und wir haben die Steuerung vollkommen verändert. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Hat sich schon so um die Steuerung von Tenkaichi irgendwie gewöhnt. Dann haben sie die Steuerung nochmal geändert, was ich irgendwie gar nicht verstehe. Und ja, das hat nicht gut geendet. Warum bekommt Goku Black so auf die Fresse? Ich frage mich, wie die 16 auf Goku Black reagieren würde. Ich muss Son Goku töten. Ich bin Son Goku. Was? Hat er gleich einen Angriff wie ein normaler Son Goku? Ich habe den, glaube ich, am Anfang immer so mitgenommen, so aus Spaß. Wo ich irgendwie, weil ich die ganzen Meister immer hoch trainiert habe. Ist der auch so schnell direkt? Nee, ne? Ja, wir tun sehr schnell hier die Gegner weghauen.
Wir sind schon im letzten Gebiet, okay. Die letzten Quests hier zurückdenke, sind wahrscheinlich alles so Quests aus den DLCs aus dem ersten Teil, ne? Eins der stärksten, schwersten DLCs war ja, glaube ich, Dingens hier, wo wir gegen Son Goku und Vegeta als Super Saiyan Götter kämpfen mussten. Das war schwer, das weiß ich noch. Das war auch hier nicht so leicht, aber nicht so schwer wie im ersten Teil. Weil der Teil ein bisschen mehr broken ist, so. So viele Son Gokus, da ist noch einer. Etwas gut gebräunter. Talis ist irgendwie mehr Goku Black als Goku Black, habe ich so gefühlt. Aber es gibt echt, die wussten nicht, wer Talis ist. Die haben echt gedacht, irgendwie Goku Black wäre das erste Mal irgendwie so eine böse Version von Son Goku. Sind ja später darauf gekommen, dass es früher auch mal jemanden gab. Da war ich noch mal links gedrückt, aber danke. Kann mal irgendjemand auf. Warum gehst du so erpicht auf mich los? Was soll das? Deshalb. Okay, so treffe ich nie, habe ich das Gefühl. Was ist denn jetzt? So, komm mal her. Ach Mann. Ich habe den Angriff hier voll aus Überzeugung mit ausgerüstet, aber ich treffe damit nichts. Dreck. Und Punch. Punch. Okay, gut. Es gibt echt Leute, die kann ich übertragen, ist nicht, ne? Hat mich irgendwie schockiert. Jetzt bekommt Goku Black die ganze Zeit auf Wasser. Und warum treffe ich damit nicht? Ah. Du kannst meinen Kamera ausweichen, kannst auch Dinge ausweichen. Alter! Ich weiß genau, was die machen. Jetzt immer diesen einen Angriff, mit denen die sich hinter mich teleportieren. Als Antwort auf meine Ultimate, ne? Und das. Boah. So schnell oder was? Ich will dann hier schon so ein bisschen abräumen. Da geht ja schon wieder nicht. Die Mission nicht noch mal. Gut, sehen wir, was die nächste ist. Hey, Goku Black kommt nicht noch mal ins Team, der fällt mir zu schnell. Keinen Sinn macht. Er ist einer der stärksten Charaktere mittlerweile. Und Towers Seele möchte ich auch mal ersetzen. Immer Saiyajin sind Krieger, aber ja. Durch Kriegsversuche, nein. Ich habe schon letztens alle versteckt, alle Angriffe. Aber wenn wieder viele Gegner kommen, ne? Was ist wohl Bär? Hier diese zehnfache Erhöhung durch meine normalen Angriffe. Wo ist das Ding? Saiyajin und Krieger, wo ist das, verdammt? Wo ist das? Bin ich jetzt hier ganz blind oder was? Hallo? Hallo? Wo ist das? Da bin ich blind oder was? Schon ausgerüstet, du. Hallo. Verstärkt Hilfeeffekte. Was bedeutet das? Der war nicht Dingens hier, meine Güte. Ja, was ist besser? Dieser eine von Piccolo, ja? Oder, oh Gott, das ist alles vom DLC, ja. Ja, ich weiß nicht, dass Dodoria und Zaubern auch Freezer-Clan-Mitglieder sind, aber okay. Dann machen wir eine Anti-Freezer-Einheit. So. Ja, und Bardock kann man noch nicht. Gut. Jetzt mal mit ihm, ja. Ja, mal die ja
mit ins DLC rein, in den Kampf. Haben wir auch noch nichts gesehen von. Gut. Haben wir Universum 6-mal an unserer Seite. Kann auch nichts passieren. War mir irgendwie verwirrt. Miras und Towers Kleidung heißen Universum 7 Kleidung. Was soll das? Oh Gott. Man scheint gegen viele Leute zu kämpfen, also gut. Au. Ma. Ja, auf mich zu Kopfnüssen, ey. Ich bin zu Kopfnüssen. Und dann Kopfnüssen, ey. Oh. Warum kommt jetzt so eine epische Musik? Hallo, Pisser. Oh, du Sackgesicht, was war das denn? Wow, meine Ausdauer, warum tut sie sich so schnell aufladen? Alter, war ganz schön schnell. Hallo? Jemand in der Seele dafür, oder was? Meiner. Nein, das war... Mach den Brust, du Sack. Warp kann man ja. Aha, ich glaube, so die Kombination könnte vielleicht funktionieren. Schau mal. Oh, oh mein Gott. Ich bin in schlechter Form. Was soll ich denn heißen? Ich bin in der Blüte meines Lebens. Ja, bitte sag du da hinten, du kannst mich heilen. Danke. Danke, dass du mir hilfst, deine. Ich glaube, die Leute von Freezer, die tun sich alle irgendwie heimlich gegen den auflehnen. Für den einen habe ich auch Freezer schon mal erledigt irgendwie. Jetzt halt er mich hier, damit ich Freezer erledige. Oh, jetzt schon. Richtig Silbercola nennen. Wow, da klappt sogar. Das ist wie ein Warp-Kamera, ja. Nur eine Warp. Das ist weniger Warp, aber mehr Kamera, ja. Boah, dann rennen eben nicht. Oh, jetzt gut. Also sind noch andere Leute, ich könnte auch ruhig auf die... Los geht's. Hey! Er hat schon gemacht, bevor ich mich teleportiert habe, der sagt. Gut. Nein, ich habe keine Idee. Das ist das. Normal? Okay. Warum hat kein Abwehrbrecher? Das ist nicht verarschen. Ja, ich weiß. Cover, ehrlich? Der steht nur da und guckt blöd. Die sieht schmächtig aus. Aber sieht irgendwie so wie ein typischer Adventure-Time-Charakter aus. Er hat auch, alle so dünne Gliedmaßen. Der kommt irgendwie voll nicht klar. Boah, leck mich am. Was ist das? So, nein. Wir sind nicht am Ende, okay. Ja, Frost. Auf zu chillen, Frost. Verstehst du, weil du ein Frost nehmen willst? Ah! Oh, wer hat den da vergiftet? Der Frost kann vergiften. War da was in der Serie? Ich weiß nicht mehr. Ich hab alles genau von dem Turnier angeguckt. Zu dem. Nee. Ja, ich glaube, die Kombination funktioniert eher. Weil wenn die dann auf der Schnauze fallen und wieder aufstehen müssen, dann stehe ich direkt vor dem Feuer und kam ja in die Fresse. Ich glaube, damit treffe ich eher, ja. Gut. Bin ich gut, wenn so eine Kombi funktioniert. Dann können sie sich auch nicht wegteleportieren oder so schnell. Hey, warte mal, wenn ich genug Zeit habe, dann in dem Moment,
Warum treffe ich denn dann nicht, wenn ich das direkt einsetze, nachdem ich die Gegner weggeschlagen habe? Dann müsste ich die auch theoretisch treffen eigentlich. Ja, ich habe noch eigentlich weniger Zeit, wenn ich die direkt. Boah. Oh nein, ich bin jetzt einsetzen. Ich muss da. Ist jetzt schon wieder ganz viele Metallkugeln, oder? Also diese Masche nicht mal langsam satt, warte mal. Au. So, da ich weiß, ihr habt es voll drauf. Das ist nicht witzig. Nimm ich jemand wieder. Danke. Oh Gott. Boah, du willst mich doch jetzt hier verarschen. Ich wollte mich heilen. Ich wollte mich sofort heilen. Oh. Der tut erst den einen. Nee, wo ist er? Wo ist er? Hilf mir, verdammter Dreck. Help me. Help me. Oh Gott. Aber wo ist der andere? So. Das ist später dann. Boff, so. Doof, doof, doof. Doof. So, doof. Und nochmal. Doof, doof, doof. Doof. Und nochmal. Doof, 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 doof. Doof. Und nochmal. Doof, 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 doof. Doof. Nein. Sein Ding war noch gar nicht fertig und der konnte schon ausweichen. Wir sind auf dem Arme. Oh, ich sollte auch hier mit den Hinterhänden hinten nehmen. Das ist so ungewohnt. Bin ich so ein Competitive-Spieler. Wir haben immer so Sachen, wo man Street Fighter und also was hier beachten muss, aber. Wenn es darauf ankommt, denke ich nicht an sowas. Boah, kann ich auch mal einen Moment Ruhe haben. Ja, komm her. Bist du? Ja, das war, war ich auch. Sonne. Ja, frühst du das? Nein. Da will jemand klopfen mit ihm. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Ist gut. Wenn es nicht mal genug Schaden war, danke. Mach mich hier wieder so ein Pisser fällig. Alter! Alter! Lass du dich kaputt hauen, verdammt! Du bist nix an AP. Danke! So, jetzt müssen wir gucken, wie ich die beiden wiederbelebe. Bin ja eigentlich zu blöd, die KI-Charaktere, die nicht wissen, man abwehren kann. Oh. Oh, komm her. So. Ich habe dich doch gerade erst wiederbelebt. Ich verarschen? Was machst du denn da? Ich glaube, eine starke Merkung auf jeden Fall weiter. Ah, ich weiß drauf. Boah. Diese Art von Strategie, die geht mir so auf den Senkel, ne? Was ist das? So, komm her, wo bist du? Da. Oh. Will mich verarschen, lass mich in Ruhe. Ah, mit Cover. Hey, das ist echt nicht mein Tag, ne? So. Warum ist das so eine epische Musik, ey? Oh, ich habe vergessen, dass ich den Angriff mal ab. Da hat bestimmt nicht gleich, ne? Verdammt! Gib mir die ultimativen Dinger. Das ist voll. Voll nicht fair hier. Die letzten Parallelquests und ich krieg keine als Ultimative hier. Aus welchen Gründen auch immer. So. Letzte Parallelquest, komm. I'm gonna pump you up. Also alle Parallelquests in der Story. Wir müssen jetzt eigentlich. Warum klingt meine Stimme jetzt so? 99%, ja. Sieht gut aus.
Alles klar. Letzte Mission, was das ist. Ultimative Rivale. Hundertfaches Urknall kam ja am Jahr. Mist-Symbol, Kampfanzug, wie geht das, kann man? Das ist auch DLC, glaube ich, ne? Was soll's? Nehmen wir das. Ich hätte nicht Dings ausrüsten sollen. Saiyajin sind Krieger, außer sie tun sich wieder dutzende Male verwandeln. So, Son Goku und Vegeta. Wie nehmen wir denn da? Sind offensichtlich die Super Saiyajin Götter. Was? Dann nehmen wir die vierfachen Super Saiyajins eben. So. Dann machen wir uns auf zur allerletzten Parallelquest. Gut, kommt her. Komm schon, da kommt schon der erste Dreifache Super Saiyajin rein. Keine Ausdauer, jetzt hast du Ausdauer, verdammt. So. Oh nein, da kommt jemand. Da kommt jemand. Da kommt niemand. Doof. Doof und doof. Und Vegeta auch schön aufs Maul, ja. Da gibt Vegeta aufs Maul, ja, ich weiß. Ich hab geblockt. Hey. Kann ich auch was machen, danke. Ich hab keine Dinge mehr. Mal wieder hier wieder alle auseinander, ne? Das hat. Wer hat da gerade so gelacht? Nein! Oh. Ich dachte, Son Goku geht auf den los, Mann. Hey. Nein, ich will nicht ringen aus. Ist auf dem Boden gelandet. Oh. Ja, daneben, ne? Stinkt, was? Jetzt was ist das? Na. Hey. Boah, ey, Junge. Ich hab meine Hand, ich werde voll vernichtet hier. So, ich lass mich, wenn ich boah, K.O. gehen lassen. Vegeta, Vegetto. Vegetto, bei Vegettos Fusion hält er jetzt nur noch eine Stunde. Weil er voll dämlich ist, was die da gemacht haben. Ja, so, jetzt haben wir noch einen Gegner, das ist nicht so schlimm. Was ist das? Mann. Ey, früher habe ich mit dem Angriff alles getroffen, ne? Und jetzt habe ich nichts mehr. Alter! Oh, ich darf mich K.O. hauen. Ich hoffe, dass er mich wiederbelebt, weil ich bin der Saiyajin, ich werde ja stärker, aber nicht. Okay. Wurf. Den Angriff treffe ich irgendwie oft. So, okay. Nein. Son Goku. Den ist sogar kaputt, ey. Ja, Son Goku, ich bin schon wieder da. Kannst ruhig wieder den losgehen. Weil mich nervt hat so, dass ich immer erst so einen Zwischenstopp machen muss beim Aufnahmen. Aber ich will nicht die ganze Zeit Super Vegeta ausrüsten. Ich finde das ist irgendwie doof. Ich will keine Super Saiyajin Verwandlung, die Super Vegeta heißt, ey. Oder Super Saiyajin heißen. Oder Super Daniro oder was weiß ich. Und zick. Und das trifft nicht, ne? Doch, das trifft. Ja, vielleicht mit dem 3 von Super Saiyan oder so. Das müsste ja theoretisch eigentlich gehen, ne? Gotenks konnte sogar 3 von Super Saiyan verwandeln. Bei dem macht das gar keinen Sinn. Ja, wer kommt jetzt?
alle Fusionen. Nein! Alter! Warum treffe ich denn jetzt nichts mehr damit? Alter, ich habe doch Dings gemacht hier. Respektiere meine Ausweichfähigkeit. Wir sollten mal Gruppenenergiekapsel einsetzen, genau. Blasterknall, buff, 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 buff. Voller Reporterangriff. Du bist aber 60. Du willst das denn erzählen? Ja, auch gemacht. Fass ihn an die Nippel. Final Shine, ja. Heute ist nicht mein Tag, was? Das ist einfach nicht so bescheiden. Du bist einfach nur schwach. So. Ja, kommt jetzt. So, und die vier waren Super Saiyajins. Dann super, ich habe auch vierfache Super Saiyajins auf meiner Seite. Jetzt kommen wieder zwei Gegner, jetzt wird das nervig. Alter. Ja, ich sah. Besser. Was war das? Was? Was passiert? Die Ausweichfähigkeit, ich gehe einfach durch. Du wirst den verdammt noch mal den wiederbeleben, ey. Boah, jetzt geht schon Goku direkt auf den los. Wo ist er? Wo ist er? Ha. Oh, Leute, ne? Mach mich fertig. Boah. Mann, war besser doch mal hier. Ist schon wieder leicht tot, ey. Leb einen wieder und ist der andere schon wieder tot. Das tat und das und das und das und das. Oh nein, mein Nippel. The Danger excites me. Can't you see my nipple? Look at them. Look at them. Warte, ich halte mich noch mal. Son Goku, lass mich in Ruhe. Warum hat denn der noch so viel AP? So, du gehst jetzt erstmal drauf. Die Mann hat doch extra, ey. Junge. Moi. Lass mich ihn wiederbeleben. Alter, willst du mich verarschen? Ich näher mich den und der kommt direkt in Toppen weg. Boah, willst du mich verarschen? Hör auf damit. Ey, hörst du jetzt auf damit? Boah, jetzt reicht. Komm her. Leck mich am Arsch. So nervige KI, ne? Das darf einfach nicht wahr sein. Ja, super. Jetzt kommt noch Gogeta. Hallo, darf ich auch mal ein paar Sekunden hier rum? Gott, den Katzi. Wollen wir mich doch hier verarschen? Lass den verdammt noch mal den Dings halt. Wie Dio. Du bist Dio. Ja, ist das. Er ist um Länge einfacher als die beiden. Oh. Warum ist der so viel stärker, leichter als die anderen beiden zusammen? Geh weg.
Hier weg. Die Kapsel, okay. Was? Okay, die normale schaffen wir auf jeden Fall noch. Ich glaube nicht, ob wir die Ultimative schaffen. Müssen wir wahrscheinlich wieder in 10 Minuten oder so schaffen. Bis halt. Ich habe gehört, du tust auf Graben. Ja, bitteschön. Ja. Ja, da war gut. Ja, Super Saiyan 4 Gogeta ist der letzte Gegner. Was sagt uns das? Super Saiyan 4 Gogeta ist der stärkste, oder wie? So, du gehst hier weg. Ich schau den weg, aber. Der geht schon wieder. So, hab ich um den. Hey, ich hab doch. Du hast noch diesen Lab schon angefangen, ja? Also echt? Ich bin auch schon weg. In 10 Minuten. Also ich muss wahrscheinlich erstmal ganz gut dauern, ne? So. Oh Gott, das war es natürlich noch nicht, verdammt. Ma. Gib mir doch verdammt nochmal die letzten Dinger. Ja, voll unfair. War unspektakulär geendet. Ich mache die Mission aber nicht nochmal. Der zweite, der mich so weit, weiß ich, weit gedrängt hat, nehme ich an. Gut, damit haben wir das auch geschafft. Damit haben wir alle Palais-Quests schon mal abgeschlossen. So weit, wie es möglich geht. Yay, schön. Und ja, Expertenmission wartet da oben ja nur eine. Und dann machen wir die Zeiteier irgendwann. Und ja, an alle. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich kann den Part hier beenden. Nächste Folge werden wir wahrscheinlich die Expertenmission machen. Je nachdem, wie schwer die wird, werden wir wahrscheinlich nicht weitermachen mit den Expertenmissionen oder erst das mit den Zeiteiern machen. Mal schauen. Wenn wir schon mal einen Fall. Wir werden auf jeden Fall beschäftigt sein. Noch ein paar Parts. Wird vielleicht nur 60 Parts und dann war's das. Gut, sehr gut. Alles klar, dann sage ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch die Debatte gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo oder einen Kommentar lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.